In den späten Abendstunden des Freitags, kurz vor 23 Uhr, ist es in einem Waldstück bei Villingen zu einem Tötungsdelikt gekommen, bei welchem ein 23-jähriger junger Mann ums Leben kam. Kollegen waren mit der Spurensicherung beauftragt. Als sich ein 22-Jähriger in den frühen Samstagmorgenstunden dem Waldstück näherte und sich als Beteiligter zu erkennen gab. Mitgeteilt wurde der ganze Sachverhalt von einer Zeugin, die offensichtlich auch mit den beiden Personen im Zusammenhang steht. Die Ermittlungen zu diesem Tötungsdelikt sind am Laufen. Zur Motivlage können die Beamten derzeit noch keine Angaben machen.